selber, ich kann. Nicht mal den Knöchel habe ich mir verstaucht, nicht einmal. Schon bald werde ich nicht mehr der Einzige sein, der das geheime Rezept des Zaubertranks kennt. Was? Ich muss einen jungen Nachfolger suchen und finden, dem ich es anvertraue. Was? Das ist eine Katastrophe, Obelix. Schrecklich! Wer weiß, was passiert, wenn der Zaubertrank in falsche Hände gerät? Miraculix? Habt ihr sowas wie eine Liste, junger und vielversprechender Druiden? Nicht im Kopf, aber Zettelchen. Zettelchen? Mit Namen drauf. Mit Namen? Alphabetisch sortiert. Das hier sind die Oberneuen. Die sind noch nicht mal in der Lage, eine Zwiebelsuppe zu kochen. Die hier sind zwar schlecht, kriegen es am Ende aber immer noch irgendwie hin. Man nennt mich Magnetix. Das hier sind die Guten. Komm, hör mal mit der Angeberei auf. Ave Caesar, ich werde euch diesen Trank beschaffen. Den Trank dieser Hinterwäldler? Was hast du getan, Dämonix? Hier endet die Geschichte des unbeugsamen Dorfes und die von Asterix. Ein kleines Tröpfchen hiervon. Jetzt hält er sich für einen Druiden. Ich wüsste nicht, warum das schwieriger sein sollte, als Fische zu verkaufen. Angriff! Schnell, Obelix, lauf! Wo ist der Bärtige, den ich verhauen soll? Aber warum machst du das? Du weißt, was passiert, wenn du das machst. Das Rezept ist neu! Wenn's bei 10 nicht explodiert, bedeutet das, dass es gut ist. Bereit? 1. Wenn du als Druide so lausig bist wie als Fischhändler, gute Nacht. Und hier haben wir ja unser Dickerchen. Jetzt hat's dir wohl die Sprache verschlagen. Dann pass mal auf, du kleiner Feigling. Oh, die Wirkung ist vorbei. Tja, das ist schade, aber nicht zu ändern. Also nichts für ungut.